Leute, in diesem Video geht es um die Betriebssimulation. Und jetzt eine Erklärung, was ist überhaupt Betriebssimulation? Die Betriebssimulation gibt es an unserer Schule, der Waldigschule. In der Betriebssimulation geht es darum, dass man mit seiner Klasse eine Art Betrieb gründet und dann ein Produkt selber herstellt, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Die Betriebssimulation geht über mehrere Wochen oder sogar Monate. Mit seiner Klasse legt man dann ein Produkt fest, was man dann verkaufen wird. Und man kann die Produkte dann verkaufen am Weihnachtsbasar, Schnuppertag, an sonstigen Tagen in der Schule einfach, in den Pausen zum Beispiel, oder auch auf einem Marktplatz oder bei Weihnachtsmärkten. In einem normalen Betrieb gibt es verschiedene Bereiche, wie zum Beispiel Marketing, Design und andere. Und bei der Betriebssimulation ist es dann auch so, dass man quasi eine Bewerbung schreibt für einen dieser bestimmten Bereiche. Und diese Bewerbung gibt man dann dem Chef bzw. dem Lehrer. Außerdem haben wir noch eine Klassenkameradin zu diesem Thema interviewt. Und das seht ihr jetzt. Also, hi, wir sind jetzt hier gerade im Interview mit der Mara und die wird uns jetzt ein paar Fragen über die Betriebssimulation beantworten. In welcher Klasse bist du denn? Ich bin in der 10C von Herrn Kessler. Okay, gut. Und was produziert ihr denn beim Herrn Kessler? Wir produzieren Handytaschen und Windlichter. Und was benutzt ihr so zum Produzieren? Wir haben natürlich Nähmaschinen für die Handytaschen und Altglas für die Windlichter und Glas-Adding-Spezielle und spezielle Glasfarben, damit wir die Gläser ansprühen können. Und die Jeans, die Taschen bestehen aus Jeansstoff von alten Jeans, die wir nicht mehr brauchen. Also ist alles recycelt. Okay. Wie zeitaufwendig ist denn das Ganze zu produzieren? Also die Gläser sind nicht so aufwendig, wenn man es einmal raus hat. Mhm. Wenn man es neu angefangen hat, hat es schon länger gedauert. Die Taschen wiederum sind einiger Arbeit, weil man halt einfach alles ausschneiden muss und dann komplett wieder neu aneinander nähen muss. Also es ist schon relativ viel Zeitaufwand. Okay. Warum produziert ihr? Wir produzieren für die Betriebssimulation und einige von unseren Einnahmen gehen auf unsere Partnerkinder in Nepal, da wir jedes Mal Geld für sie zusammenbekommen. Und dadurch, dass wir jetzt halt das auch eigentlich so am Weihnachtsbasar, der halt ausfällt, verkaufen würden, nehmen wir diese Einnahmen jetzt auch, um sie zu finanzieren. Okay. Und wo verkauft ihr die ganzen Sachen dann? Wir verkaufen die ganzen Sachen in der Schule. Also wir sind im Klassenraum gegangen und haben gefragt, wer denn interessiert daran wäre. Außerdem verkaufen wir im Weihnachtsmarkt in Bodenrot. Wir verkaufen auch am Musikmarathon und am Schnuppertag. Schön. Dann bedanke ich mich für dieses schöne Interview. Gerne. Und tschüss. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Und vielen Dank auch an die liebe Mara, dass sie mit uns das Interview geführt hat. Tschüss!